Da ist tatsächlich einfach eine Welt für mich zusammengebrochen, weil ich dachte, Firma Krebs, also beim vierten Mal, das werde ich nicht überleben. Bitte Gott, lass mich jetzt sterben. Ich will nicht mehr. Dass dieses Herz eben nur noch diese Bewegungen machte und dass das innerhalb von ein paar Stunden mein sicherer Tod gewesen wäre. Und da ist tatsächlich einfach eine Welt für mich zusammengebrochen, weil ich dachte, Firma Krebs, also beim vierten Mal, das werde ich nicht überleben. Wie war die Situation? Also wirklich im Erdbeerfeld und das Handy klingelt und Sie haben Krebs oder was? Ja, also es war, mein Papa ist kurzfristig, also ist sehr überraschend verstorben. Mhm. Und ich war eben zu dem Zeitpunkt dann bei meiner Mutter und die hat einen großen Erdbeeracker, den mussten wir begießen. Und ich hatte diesen Anruf auch einfach total vergessen. Wir hatten davor Proben entnommen bei mir aus der Haut, weil da etwas unklar war, aber jeder sagte so, da wird nichts sein, wir machen das einfach nur als Sicherheit, weil ich eben schon dreimal Krebs hatte. Ja, und dann ruft Herr Dr. Abdallah mich an. Das war so vereinbar, das macht er normalerweise nicht, aber weil wir uns schon so lange kennen. Und sagt mir das sehr, sehr liebevoll, aber sehr klar und deutlich. Wir haben in diesem Gewebe wieder Tumorzellen festgestellt und sie müssen wieder kommen, da müssen wir drüber reden. Und ich dachte nur so, was soll man denn da drüber reden? Das ist jetzt gelaufen, das war's, vorbei. Und ich weiß das auch noch, auf diesem Erdbeerfeld wirklich zusammengebrochen, weil ich dachte, das war's jetzt. Mhm. Das war's jetzt. Also du hast nicht wirklich geglaubt, dass du wieder gesund warst? Nein, also zu dem Zeitpunkt habe ich da nicht dran geglaubt. Und es war für mich auch völlig klar, da geht jetzt nichts mehr weiter. Was musste denn jetzt dann gemacht werden zum vierten, nach dieser vierten Diagnose? Ja, also das Erste, was jetzt dann geklärt werden musste, war, sind Metastasen im Körper. Mhm. Ich hatte dieser Brustkrebs, den ich 4 Jahre vorher hatte, da war die Brust entfernt worden, es war alles entfernt worden, nur die Haut nicht. Und da hatte eben dieser Krebs weitergemacht und da hat man ihn festgestellt. Und jetzt war die Frage, hat er auch in die Knochen gestreut, hat er in die Organe gestreut oder ist er nur auf diesem Stück Haut, wo man ihn bis jetzt gefunden hat. Und diese Untersuchungen, das ist natürlich die Hölle, weil da läuft natürlich die Angst auch noch mit. Dieses kleine bisschen Hoffnung, was man hat, ist vielleicht nur auf der Haut. Das zerbröselt da mit jeder Untersuchung und das ja, ist so mit das Furchtbarste, was... Also was bei diesen Erkrankungen immer ist, wenn diese Untersuchungen anstehen. Mhm. Stichwort Angst. Ja. Angst, hattest du das sowieso, dass es immer wieder zurückkommen kann? Ich meine, man hört oft davon. Wie ist das bei dir? Ja, auf jeden Fall. Also ich mit 13 Jahren habe ich das noch nicht so gehabt, die Angst. Da dachte ich einfach, es ist eine Krankheit und die haken wir jetzt ab und gut ist es. Mit 16, als es dann wieder kam, war mir schon klar, das kann wohl wiederkommen und ich habe dann auch im Krankenhaus viele Jugendliche sterben sehen, also die gestorben sind, die in meinem Alter waren, die diese Behandlungen hatten und trotzdem gestorben sind. Und da war mir schon klar, das ist jetzt keine Krankheit, die man irgendwie auf die leichte Schulter nehmen kann, was man ja mit 16 eigentlich gerne möchte. Ja. Ja, und ab da wusste ich, das kann wiederkommen. Aber ich habe ja dann auch 25 Jahre Ruhe gehabt, ich habe geheiratet, ich habe 3 wundervolle Kinder bekommen. Und dann mit 39 war das erste Mal dann wieder der Brustkrebs zurück. Wobei mir da im Vorfeld, ich habe als Kind, bin ich in eine Studie von der Uniklinik Münster reingekommen und die hatten mich schon ein paar Jahre vorher angeschrieben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Brustkrebs bekomme, weil ich bestrahlt wurde als Kind, sehr hoch wäre. Da rechnet man ja schon quasi damit, oder? Ja, man rechnet in gewisser Weise, aber man hat immer auch noch die Hoffnung, es muss ja nicht unbedingt bei mir passieren. Aber als ich die Diagnose dann hatte mit dem Brustkrebs, hatten die mir von der Studie schon ganz klar gesagt, alle Mädchen, alle, die bestrahlt wurden, haben Brustkrebs bekommen. Und alle im Alter zwischen 39 und 42 Jahren, das ist jetzt auch bei dieser Tumorart, die ich hatte, bei dieser Lymphknotentumorart, macht man das bei Mädchen nicht mehr. Die werden nicht mehr bestrahlt, weil man das weiß. Zumindest nicht im Brustbereich. Du hast dich dann der kompletten Behandlung wieder unterzogen. Ja. Beide Brüste wurden abgenommen. Und es gab tatsächlich dann einen Punkt, wo du gedacht hast, so, das überlebe ich hier nicht mehr. Wie kam da, da war ein Wendepunkt, ne? Erzähl mal. Ja, also es war eben 2017 die Diagnose mit auf der Haut. Da wurde erstmal eine Operation gemacht. Man hatte festgestellt, es ist nichts mehr in den Organen. Und dann dachte man, okay, haben wir frühzeitig erkannt, ist gut.
Aber 4 Wochen nach der OP hat es auf der Haut direkt weitergemacht, sind die nächsten kleinen Pünktchen gekommen und dann war klar, es muss noch mal eine Chemotherapie gemacht werden. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich kurz mein Papa verloren, ich hatte meine Scheidung, die da ausgesprochen wurde, und ich musste eine Chemotherapie starten und hatte selber so gesagt, ich bin körperlich so am Ende, ich weiß gar nicht, wie es gehen soll, aber es muss gemacht werden. Es gibt keinen anderen Weg. Und ab da zerbröselte dann alles. Ich habe die Chemotherapie nicht vertragen. Mein Herz hat nicht mehr mitgemacht. Und ja, wir mussten alles abbrechen. Und ich hatte eine Herzmuskelentzündung, eine Herzinsuffizienz. Und also man kann sich das einfach nur so vorstellen, ein normales Herz schlägt so und mein Herz machte diese Bewegung noch. Puh. Und das, also, okay. Es wusste keiner, ob ich das überlebe, weil ich davor eine Chemotherapie gehabt habe und das Herz war so schwer krank, dass eben keiner sagen konnte, wird dieses Medikament mich jetzt umbringen oder nicht. Und es zog sich letztendlich über Monate. Ich habe da nicht dran geglaubt. Also zu diesem einen Punkt, wo es mir dann so schlecht ging, da habe ich einfach nicht mehr dran geglaubt. Und ich habe da in dieser Nacht auch immer wieder gebetet, bitte Gott, lass mich jetzt sterben. Ich will nicht mehr. Ich finde das für meine Kinder anstrengend, ich finde das für meine Familie anstrengend, dieses Auf und Ab von so einer Krebserkrankung und immer wieder haut es einen wieder rein und es geht wieder von vorne los. Das ist für mich anstrengend, aber für mein komplettes Umfeld eben auch. Was war dann der Wendepunkt? Es ging ja wieder besser. Ja, genau. Der Wendepunkt war, also ich hatte dann noch eine Lungenentzündung und ich war als Notfall in der Klinik wieder übers Wochenende und hatte so gedacht, ich bin jetzt übers Wochenende da, kein Arzt da, das ist jetzt eh gelaufen. Ich glaube, ich werde jetzt echt sterben, weil jetzt geht es mir nicht gut. Und an diesem Wochenende hatte mein Onkologe Dienst, der mich auch behandelte, der die letzten Jahre immer mit an meiner Seite war. Und der ist normalerweise nicht da. Der hat eigentlich keinen Dienst, der ist Professor und war aber an diesem Samstag da und kam morgens rein und sagte, er möchte jetzt eine Ultraschalluntersuchung bei mir machen, weil sie wüssten einfach nicht, was los wäre. Sie würden gar nicht finden, wo mein Problem läge und dass es mir so schlecht geht. Und da war ich davor, bevor ich da zu diesem Ultraschall bin, in der Kapelle, in der Krankenhauskapelle. Und ich komme da rein und da liegt der Psalm 91 aus. Das ist der Psalm, den ich schon mit 13 und mit 16 Jahren, hat er mich begleitet, da gibt es so ein Kinderbuch. Und da wusste ich, Was steht da steht drin, dass wir unter Gottes Schutz, unter seinem Schirm behütet und beschützt und bewahrt werden und dass er seinen Engeln befohlen hat, dass sie uns begleiten werden und dass er immer bei uns ist und dass wir alt werden. Das ist das Ende von diesem Psalm. Und da war mir klar, jetzt wird es gut werden. Ich werde nicht sterben. Es war überhaupt nicht klar, was mit mir los ist. Es war ja, man wusste es nicht, aber da bin ich ganz ruhig geworden und wusste, okay, Gott ist jetzt da. Der ist jetzt so, so nah da. Mhm. Es kann jetzt kommen, was will. Es wird irgendwie gut werden. Und dann hat mein Arzt die Ultraschalluntersuchung gemacht. Da ging es darum, die Organe anzugucken. Hat die Lunge noch was? Ist eine Lungenentzündung nochmal? Und was der dann macht, der Professor Stromberg, ist, das macht sonst kein Onkologe, er guckt das Herz an. Und sieht dann, dass die ganzen Probleme vom Herz ausgehen, dass dieses Herz eben nur noch diese Bewegungen machte und dass das innerhalb von ein paar Stunden mein sicherer Tod gewesen wäre. Wow, okay. Und da hat er eben sofort reagiert und hat dementsprechend Medikamente eingesetzt. Es waren dann auch sehr starke Medikamente, weil mein Herz, der Körper ist ja nicht blöd, der hat es versucht zu kompensieren, weil er gemerkt hat, das Herz macht zu wenig, also noch schneller, noch schneller, noch schneller. Und das ist das, was letztendlich so ein Herz dann umbringt. Und das hat man mit Medikamente runtergesetzt. Okay, dein Buch heißt, wäre schön blöd, nicht ein Wunder zu glauben. Genau. Das ist ein Wunder für dich? Ja, im Nachhinein ja. Zu dem Zeitpunkt, da ging es mir einfach noch so ehrlich, dreckig, schlecht, dass ich an dieses Wunder nicht geglaubt habe. Ich wusste zwar, Gott ist da, aber ich konnte mir es ehrlich nicht vorstellen, dass ich nochmal gesund werde. Das hat Monate gedauert und auch Monate diese furchtbare Angst, ja, jetzt kriegt man das Herz hin, aber der Tumor wächst ja weiter. Ich werde ja nicht mehr behandelt. Das zu verstehen, dass da ein Wunder passiert ist, weil dieser Tumor hörte irgendwann auf zu wachsen und wurde kleiner und kleiner und kleiner und gleichzeitig erholte sich das Herz mehr und mehr und mehr. Und das kann sich bis heute niemand erklären, was passiert ist. Was sagen die Ärzte? Die Ärzte, also
die tun sich ja schwer mit sowas wie Wundern. Die sagen sowas wie, das sind außergewöhnliche Dinge passiert, die wir uns nicht erklären können, über die wir uns aber freuen. Und Andere würden vielleicht sagen, naja, die Medikamente, dann ging das Herz besser, ne? Nein, also diese Medikamente haben einfach nur dafür gesorgt, dass der Herzschlag runterkommt, dass das Herz sich erholt. Okay. Aber das war geschädigt. Dieses Herz war geschädigt und man hat eine Herzleistung gehabt damals von 12%. Man hat gehofft, dass wir vielleicht auf 20, 25 hinkommen und wir waren nachher bei 50. Okay. Das konnte sich niemand erklären, wie dieses Herz sich wieder so hat erholen können. Und eben wie dieser Tumor, obwohl wir keine Chemotherapie, keine Behandlung gemacht haben, wie der Wahnsinn. Einfach kleiner und kleiner wurde und nach Monaten plötzlich verschwunden war. Hm. Da wollte auch kein Arzt mehr was machen. Die haben alle einfach nur gesagt, gut, jetzt warten wir ab. Und wir warten ab und wir warten ab. Keine Operation, keine Chemo, gar nichts mehr. Wir warten einfach ab. Und das war vor über 5 Jahren. Wow. Ja. Wunder, das ist ja schon so ein schwieriges Thema. Was ist ein Wunder für euch, für dich? Vielleicht magst du mal anfangen. Was ist ein Wunder für dich? Also sowas ist ein Wunder für mich, aber für mich ist zum Beispiel auch ein Wunder, dass ich 3 gesunde Kinder habe, die ich groß werden sehen darf, da wo ich am Leben dran teilhaben darf. Für mich sind auch so ganz alltägliche kleine Dinge oft ein Wunder, wenn ich einen Waldspaziergang machen kann und diese Blätter sind so bunt und ich stehe da drunter und denke so, wow, das erlebe ich jetzt gerade. Mhm. Ich darf das jetzt erleben, ich bin da dabei. Das ist für mich genauso ein Wunder. Mhm. Aber eben auch diese ganz großen Dinge. Mhm. Shabnam, du hast so, ja. Ja, also ich kann es nur unterstreichen, denn das ist tatsächlich so, wenn man einmal am Abgrund gewesen ist und wirklich buchstäblich auf dem Boden gelegen hat und erlebt hat, nichts im Leben ist selbstverständlich, dann weiß man, dass wirklich alles ein Wunder ist. Die Tatsache, dass wir hier heute zu viert sitzen, das ist ein Wunder. Dass es uns gut geht, dass wir in Freiheit leben, das ist ein Wunder. Und zu lernen, eben wirklich alles als ein Geschenk zu betrachten. Mhm. Ist ja, ich meine, du hast so ein großes Wunder erlebt, ne? Oftmals. Ich meine, du hast 3-mal vorher auch schon Krebs gehabt. Ja, auch deswegen Wunder. Also ich meine, Wunder passieren auch nicht ständig. Nein. Andere Menschen sterben auch an Krebs. So eine Spannung. Spürt ihr das auch? Hast du das auch so gespürt? Auf jeden Fall. Mhm. Ich würde auch nie sagen, wir beten jetzt darum ein Wunder. Und ich glaube daran, dass dieses Wunder passiert, weil das entscheidet Gott, das entscheidet ja nicht ich. Mhm. Und ich habe auch keine Ahnung, nach welchen Regeln er sich festlegt. Es ist einfach nur, dass ich, wenn man so ein Wunder dann erlebt hat, dass es eben einen schon mit etwas ganz anderem erfüllt, dass man kapiert, man hat eigentlich nicht ein Stück seines Lebens selber in der Hand, sondern das hat Gott in der Hand. Und dieses Besinnen kommt da einfach noch viel, viel stärker und viel mehr. Und das ist auch das, was dich dann nachher oder weiter durchs Leben trägt. Mhm. Und das ist auch das, was ich anderen Menschen immer sagen würde, die so sehr auf ein Wunder hoffen, dass das Wunder an sich was Tolles ist, dass es passiert, aber viel wichtiger ist die Einstellung da dazu, dieses ich gebe mich jetzt Gott hin und ich vertraue darauf, dass er es richtig machen wird. Egal wie. Ich habe keine Ahnung, wie er es machen will, aber ich vertraue darauf. Das war ja meine Einstellung auch. Ich vertraue jetzt darauf, der wird es jetzt machen. Und wenn er mich zu sich holt, ist es genauso in Ordnung wie alles andere auch. Okay. Und ich glaube, diese Einstellung, die macht es aus. Mhm. Und dass dann letztendlich ein Wunder passiert, ja, aber ich finde es auch spannend, weil jetzt das, was du auch gesagt hast, da wird die Definition von Wunder ist plötzlich ein bisschen was anderes, ne? Genau. Also da ist es nicht dieses Gesundwerden oder dieses ganz Große. Mhm. Das finde ich interessant. Absolut, denn zum Beispiel in unserem Fall würde man, wenn man darauf guckt, sagen, wieso ein Wunder? Also sie ist doch mit 13 Jahren gestorben. Ja. Das ist doch kein Wunder. Genau. Aber es ist absolut, sie war unser tägliches Wunder, weil sie eben 13 Jahre geworden ist und es ihr auch gut gegangen ist. Sie hat ja nicht gelitten in den 13 Jahren, sondern sie war wirklich, also sie hat jeden Augenblick genossen und deswegen war es doch ein Wunder. Mhm. Aber wenn man in der Situation drin steckt, dann sieht man das nicht. Natürlich, also für uns war jedes Jahr, wenn die neue Kerze dazu kam, haben wir das als Wunder gefeiert,
aber trotzdem war es ja mit Höhen und Tiefen. Und zu sehen, dass Gott da wirklich am Werk ist und dass es, dass täglich ein Wunder geschieht, also ja, dass da, das ist ein Prozess, das sieht man nicht von jetzt auf gleich. Mhm. Simone, was würdest du sagen? Du hast einige Schicksalsschläge jetzt hinter dir. Kannst du irgendwie sagen, ja, das hat sich bei mir so geformt. Ich glaube, jetzt verstehe ich so das Leben ein bisschen anders seither. Also ich glaube, dass man das Leben nicht verstehen kann, sondern dass man es ehrlich leben kann. Ja. Ich lebe es intensiver. Also ich lebe es wirklich sehr, sehr viel intensiver, dass ich manche Dinge so, also einfach intensiver wahrnehme in diesem, wie sie passieren oder wie sie mir geschenkt werden. Und das macht für mich eigentlich das Leben eben zu einem Wunder, zu etwas Wunderbarem, dass ich nicht mehr alles für selbstverständlich erachte. Dass diese alltäglichen Dinge, die passieren, die sind für mich keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Sicher, manchmal auch, aber in ganz vielen Tagen denke ich auch so, boah, du kommst heute Morgen aus dem Bett. Und hey, das ist schon ein Wunder. Oder ich bin heute eingeladen und darf mich mit einer Freundin treffen, um ein Eis zu essen. Das ist ein kleines Wunder. Mhm. Und diese Dinge, die nimmt man eben viel bewusster wahr. Und diese innere Freude darüber, die ist einfach, die ist so da. Die, und die geht auch nicht weg. Die, und das ist so das, was ich etwas ganz Besonderes finde, dass da Gott mir echt etwas sehr Wertvolles geschenkt hat. Weil es gibt auch ganz sicher Tage bei mir, die nicht so dolle laufen, die auch einfach immer noch Täler sind. Aber es gibt eben auch ganz viele so ganz tolle Tage. ERF, yes.